Wobei, warte mal, ich stelle ihn jetzt mal auf Null, dass man das auch, ne? Hallihallo alle miteinander. Heute ist hoher Besuch da. Der Achim von ganz weit weg hat uns jetzt mal endlich besucht. Hoher Besuch. Ja, auf alle Fälle. Bei dem, was du uns hier mitgebracht hast. Auf jeden. Ja, ist er auf selbstgebastelte Wasserstoffzellen, richtig schön professionell. Mach mal an. Babbler halt so, wie man ihn gerade braucht, ne? Ja, ich glaube so. Tja, nachdem er hier schon einige Tests mit so riesen Netzteilen gemacht hat, wollen wir uns jetzt mal endlich ranwagen, da mal mit verschiedenen Frequenzen zu arbeiten. Ja. Dank dem Kelvin, ne, wissen wir jetzt auch, wie man einen normalen MOSFET ansteuert mittels Soundkartenausgang, ne, mit dem wir dann unser Signal generieren, was wir draufhauen wollen. Da gibt es dann einen Schaltplan, denke ich mal, auch noch mit als Verlinkung dazu. Ja, ich bin mal gespannt. Als erstes wollen wir mal die Frequenz probieren, wenn das eine Frequenz ist. Also die Zahl, die dabei erscheint, wenn Maggie über dieses Kassenband gezogen wird bei Simpsons. Da steht dann, so wie ich mir gemerkt habe, 486,25. Und danach haben wir jetzt erstmal unsere erste Rechteckkurve programmiert mit 486,25 Hertz. Ich bin gespannt. Guck mal, irgendwie mal den Schaltplan kriegen. Dann dürfte es auf jeden Fall funktionieren, weil ich habe die Schaltung schon oft benutzt und die hat immer funktioniert. Das geht gerade auf den Bild. Bring mal kurz mein Handtuch weg, bin gleich wieder da. Was denn ist das, ja. V2? Du mal den Schaltplan. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, wir suchen mal einen Schaltplan. Ja, so lernt man, für was die einzelnen Widerstände da sind. Das ist allen verkehrt, ne? Wenn das jetzt gleich funktioniert hätte, wenn wir es angeschlossen hätten, hätten wir danach auch wieder ziehe ich ins Uhrwerk geguckt. So wissen wir jetzt wenigstens, für was der 10K Widerstand da ist. Was der ist dann dafür da, um den MOSFET kurz wieder auszuschalten, sozusagen, wenn die Flanke runtergeht. Wie war? Also mit unserem Frequenzgenerator, das hat jetzt noch nicht funktioniert. So, und als Abschluss, dass wir wenigstens überhaupt noch ein bisschen was Praktisches machen. Ja, hier Kelvin, hallo, grüß dich. Nein, ich hab Schiss, zeig mal. Also zeig mal. Die Seife, der Stopf, der haut voll rein, ey. Ey, cool, darf ich so einen halb voll mitnehmen? Darf ich ja, das kannst du gerne. Freund bin, dann den so. Das kannst du gerne machen, aber das hält nicht lange, das verschwindet. Also, auch im Ballon? Ja. Ja. Oh, das ist scheiße. Ja, jetzt nimmt's schon auf. So, also. Zumindest den Test will der Achim jetzt nochmal durchführen. Also auf der Herfahrt hat er ungefähr immer so 50 Ampere gezogen, hast du aber ungefähr genauso viel verbraucht wie immer. Ganz genau. Okay, so, das ist ja schon mal etwas, ne, wenn die Lichtmaschine nonstop belastet wird, dass man genauso viel Sprit braucht wie sonst. Immer 23 Ampere. Oh, das ist eine gute Zahl, finde ich. Ja. Ja. Das dürfte sich dann auch effektivieren. Ja. Okay. Na, dann berichtest du dann mal, wenn du zu Hause angekommen bist. Sehr schön. Oh, Rams. Juhu. Stell in die Hosentasche. Danke. So, ich sag schon mal Tschüss, weil Video ist zu Ende. Bis später. Ciao.